So, hallo, hier ist wieder Indy vom eKiwi-Blog. Das kleine News-Update war ja im Prinzip durch den Feiertag ein bisschen eine kurze Woche. So viele Themen gab es dann nicht, aber ein paar sind mir doch so aufgefallen. Erste News, iOS 13.5 ist erschienen, das Corona-Update. Einerseits hat man jetzt hier das Bluetooth-Kontaktprotokoll eingebaut, dass Apps dezentral die Daten erfassen können, mit wem ich sozusagen in Kontakt gewesen bin. Jetzt muss eigentlich bloß noch diese App halt für Deutschland erscheinen. Da bin ich mal gespannt, ob T-Systems und SAP das zeitnah hinbekommen oder ob die Pandemie dann nicht vielleicht am Ende schon vorbei ist, wenn sie da zu lange brauchen, weil es ist ja auch nicht ganz einfach, so eine App zu entwickeln. Das ist schon ein gewisser Aufwand, den man jetzt nicht mal eben in ein, zwei Wochen so schnell mal über die Bühne bringt. Ansonsten gibt es hier auch, und das wird viele sicherlich freuen, Face ID hatte ja so ein bisschen Probleme mit Masken. Hier gibt es jetzt Anpassungen dafür, dass man auch mit Maske wohl erkannt wird. Das heißt, man steht da im Supermarkt, will auf sein Smartphone die Einkaufsliste anschauen und wird dann hoffentlich auch mit Maske dann erkannt. Ein schöner Aufreger war diese Woche, oder war es eigentlich schon fast letzte Woche, OnePlus 8 Pro hat einen speziellen Filter in der Kamera, wo er im Infrarotbereich Sachen aufnimmt, und da haben die Leute jetzt festgestellt, da kann man durch bestimmte Kleidung und durch Materialien durchschauen. Hier kann man zum Beispiel in so das Innere eines Apple TV reinschauen. Also das geht durch gewisse Plastik, geht das sozusagen durch. Hier ist ein Artikel bei Golem, Link gibt es dann auch immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Sieht man dann hier zum Beispiel, dass man da die Chips dann so sieht. Finde ich sehr, sehr spannend. Hier auch ein Kugelschreiber oder Stift, wo man dann ebenfalls reinschauen kann, und auch gewisse Kleidung kann man durchschauen. Es ist jetzt in dem Sinne kein wirklicher Nacktscanner, also man kann da nicht jemanden so ausziehen, aber ist natürlich dann immer für den Aufreger gut, und der Hersteller bessert da quasi nach, indem er jetzt ein Update bereitstellt, wo diese Funktion dann im Prinzip deaktiviert wird. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr spannend, dass man dadurch solche Sachen ja im Prinzip mehr sieht als mit den eigenen Augen, und da sieht man, was die Smartphones da mit ihren Kameras doch so für interessante Funktionen haben. Bei blau.de, O2-Netz, gibt es eine Aktion, mehr Datenvolumen fürs gleiche Geld, 3 GB LTE-Flat für 8 Euro, 7 GB für 10 Euro, 9 GB für 13 Euro, jeweils 24 Monate, wenn man sich da 24 Monate bündet. Blau.de ist im O2-Netz, muss man halt auch immer gucken, wie da der Empfang vor Ort aussieht, ansonsten denke ich, sind die Tarife damit wieder ein bisschen zeitgemäßer geworden. Ich hatte ja schon gesagt, Preis gilt, wenn man sich 24 Monate bindet, was ich persönlich bei so einem Anbieter nicht machen würde. Ja, also hier steht es nochmal, statt 3 GB gibt es jetzt 7 GB, 3 GB für 10 Euro finde ich, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die 7 GB ist dann wieder ein ganz okayes Angebot fürs O2-Netz, und man kann das Ganze auch jederzeit kündbar buchen, dann wird es dann eben entsprechend 2 Euro teurer. Also auch dieser große Tarif mit 9 GB, der kostet dann statt 13 Euro, kostet der dann 15 Euro, ist dann soweit okay, dass man halt für so einen monatlich kündbaren Vertrag halt oder Tarif halt ein bisschen mehr zahlt. Das ist völlig okay, aber auf jeden Fall gibt es jetzt da auch mehr Datenvolumen, und das ist natürlich immer eine gute Sache, wenn man mehr Datenvolumen fürs gleiche Geld bekommt. Ich hatte ja letzte Woche, hatten wir ja schon andiskutiert, dass man ja mit dem Smartphone, wenn er die Online-Funktion freigeschalten hat, sich bei Congstar und auch bei Vodafone inzwischen identifizieren kann. Statt so Online-Ident-Verfahren, Video-Ident-Verfahren, kann man dann einfach seinen Ausweis an das Smartphone halten, wird dann quasi identifiziert. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Sache, weil es einfach so ein bisschen die Arbeit erleichtert. Jetzt will man noch einen Schritt weiter gehen, und zwar möchte die Bundesregierung quasi dafür sorgen, dass man sich eine Art virtuellen Ausweis auf das Smartphone sozusagen laden kann. Smartphone wäre dann sozusagen der Ausweis, um sich da zu identifizieren. Prinzipiell finde ich das eine sehr, sehr gute Sache, wenn das Ganze halt auch so kombiniert wird, dass ich da auf dem Smartphone vielleicht auf irgendeine Webseite gehe von irgendeinem Amt und da nicht mehr selber hingehen muss und mich darüber dann identifizieren kann und da solche Sachen irgendwie, ja, im Prinzip online machen kann, statt ich da irgendwo zum Amt gehe, da eine Wartenummer ziehen und dann solche Geschichten. Bin ich mal auch mal gespannt, ob das Ganze so klappen wird. Bisher ist ja dieser Ausweis mit den ganzen Online-Funktionen, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich hatte da noch nie irgendwo, dass ich den irgendwo hätte sinnvoll einsetzen können, weil einerseits ist das Problem natürlich, du brauchst es bisher immer die entsprechende Hardware und Lesegerät. Jetzt geht es dann über Smartphone, NFC mit speziellen Apps, das ist ja schon mal ganz gut.
Und dann muss es natürlich online auch irgendwo angeboten werden. Und bei den meisten Ämtern, mit denen ich jetzt hier so zu tun hatte, die hatten da gar keine Funktionen da entsprechend dafür. Also bin ich mal gespannt, ob das Ganze vielleicht doch noch so ein bisschen in Schwung kommt, indem man das Ganze übers Smartphone nutzen kann. Wenn wir mal schauen, wie sich die Sache hier so weiterentwickelt. Ja, für Spieler Civilization 6 gibt es kostenlos ein Spiel, was bei Steam, hier steht es, noch rund 60 Euro kostet. Im Epic Game Store wird es aktuell kostenlos rausgehauen. Bis zum 28. Mai hat man noch die Chance, sich das zu holen. Ja, der Epic Game Store, die haben ja quasi jede Woche irgendwie so eine Aktion, dass sie irgendwas kostenlos, ja, im Prinzip herschenken. Da sieht man, die hauen da ziemlich viel ins Marketing rein. Die wollen einfach die Leute von Steam halt auf den eigenen Store holen und muss man halt auch mal gucken, wie lange wir das sozusagen noch machen werden, weil wenn ich irgendwo ein Spiel für 60 Euro verkaufe und dann wird das andersweitig irgendwo verschenkt, dann müssen die wahrscheinlich auch jede Menge Kohle da an die Hersteller der Spiele auch zahlen. Ich selber habe es mir noch nicht geholt, Civilization habe ich früher immer sehr gerne gezockt, Civilization 1 damals noch auf dem Amiga, beziehungsweise dann auch Civilization 1 dann irgendwann auf meinem 286er PC. Intensiv habe ich dann gespielt Civilization 2. Das war ein Spiel, was, glaube ich, unter Windows 3.1 noch lief. Ja, ist lange her. Habe ich früher sehr gerne gespielt. Und ich hole es mir deswegen auch nicht, weil ich noch weiß, wie lange man so ein Spiel spielen kann, wie viel Zeit man da investieren kann. Deswegen hole ich es mir gar nicht erst, weil ich mir dann denke, ja, da würde ich dann zu viel Zeit, glaube ich, investieren. Aber auf jeden Fall kann man sich das da mal kostenlos sichern wieder diese Woche bis zum 28. Mai. Ja, die letzte News für diese Woche ist, man kauft sich teure Hardware, Microsoft Surface Earbuds. Ja, die kosten um die 200 Euro. Sollen wir auch ganz gut sein, was ich so gehört habe. Sind durchaus ihr Geld auch wert, sind cool, der Ton passt, die Funktionen, alles auch super, Steuerung über die App. Aber jetzt melden einige Benutzer, dass es dann doch Probleme bei der Wiedergabe hat. Es gibt Knacken, Rauschen, diese ganzen Sachen, wo man sich dann halt auch so denkt, bei so einem teuren Gerät sollte sowas nicht passieren. Also wenn ich sowas ausgebe, diese 200 Euro, dann möchte ich da eigentlich schon wirklich was, ein perfektes Produkt haben. Das Gute ist, die Dinger sind nicht irgendwie so billige Ho Chi Minh Flower Power Enterprises Bluetooth-Artikel von Amazon, wo ich nie ein Update bekommen werde. Hier ist es ja so, das ist auch der Vorteil von solchen teuren Produkten von diesen Herstellern, sei es Microsoft, sei es Apple, dass die da auf jeden Fall, denke ich, der Sache auch nachgehen werden und da entsprechendes Firmware-Update auch bereitstellen. Das Problem betrifft auch nicht alle, sondern es steht hier auch in dem Artikel drin, dass es nur einige Leute davon sozusagen betroffen sind. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Microsoft da in Kürze dann ja ein Firmware-Update halt bereitstellt. Und das ist eben auch der Vorteil, wenn ich eben so höherpreisige Produkte von namhaften Herstellern mir hole, da bekomme ich dann im Zweifelsfall auch noch irgendein Update. Bei so China-Artikeln, ja, die sind dann halt nix, die kann ich dann wegwerfen und das war's dann. Ja, bin ich mal gespannt. Hier steht auch der Preis 220 Euro, also ist schon nicht ganz billig, um das mal so zu sagen, diese Earbuds. Ich bin selber ein bisschen überlegen, ob ich mir nicht doch die holen soll. Ein bisschen interessieren sie mich schon, weil ich habe ja auch so ein Microsoft Surface. Ja, werde ich mal gucken, ob ich mir das dann irgendwann mal gönne. Also, das waren die News der Woche. Ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind, die ich mal hier kurz vorstellen wollte. Könnt ihr wie immer mir einen Kommentar dalassen zu irgendwelchen Themen, dann können wir da noch ein bisschen diskutieren. Also, in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKB-Blog.